Okay, ich habe meine Pokémon gefangen und neues Team zusammengestellt. Emperina, Rotkehlchen, Froop haben wir hier neu gefangen. Fire Ice LP, Scheidung habe ich auch neu gefangen. Snoop Dogg und das war's. Snooping as usual, I see. So, hier unten sind Items. Das Problem ist einfach, dass hier auf dieser Route sehr doofe Pokémon sind. Und wir haben gerade auch ein bisschen sinniert, wie es jetzt weitergeht mit dem Let's Play, beziehungsweise was wird uns in Zukunft erwarten? Oder womit können wir rechnen? Wir können wahrscheinlich in Zukunft mit dem Ende rechnen dieses Da. LPs, weil wir haben Pokédex gab es hier online und da war das Gebiet hier als letztes eingetragen. Leider, leider. Unnütze Informationen Teil 2. Sie befinden sich in der Mitte des Areals. Okay. Oha. So unnütz fand ich diese Information gar nicht. Wo? Das heißt, wir sind in der Mitte, bevor es vorbei ist. Oh nein! Naja, vielleicht Und dürfen wir nochmal den Professor Arno bekämpfen, denn der war unter den Screenshots für die Beta 2.1, die ich mir jetzt gerade noch angucke. Ja, ich verbreite hier schon mal Endstimmung und Spoiler. du solltest aufpassen, dort hinten befindet sich der Paramyxo-Wald. Ich dachte, der Terraforest ist ein Wald. Warum befindet sich in einem Wald noch einer? Yo, Doc, I heard you like Warum forests. hast du über solche etwas Gedanken? Du bist wirklich merkwürdig. Diese Eigenschaft trifft eher auf 99% hier lebende Bevölkerung zu. Ich find's so geil. Wald im Wald. Yo, Doc. Paramoxy-Wald, für uns steht hier in der I Tagesordnung. heard you like forests, so we put a forest into a forest. So we can have a forest, man. Oh nein. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, aber ich musste das gerade mit. Das Bild mit so einem Liebe zerstört. Die noch zu reden. Warum sprichst du mich an? Ich Ist ein mache Typ. gerade Urlaub. Ich bin ein sehr weiblicher Typ. Also lass mich gefälligst in Ruhe. Oh nein, er wollte gar nicht Oh kämpfen. Mann, die Satzergänzung immer Sinn macht bei mir. Kurz, er hat. Jerome? Jerome ist ein sehr weiblicher Name. Und das ist ein sehr hässliches Vieh. Also nur eine Frau kann sich sowas aussuchen. Also töte es! Oh, mach's weg. Ja. Für Leute, die eben erst zugeschaltet haben. Guckt euch mal frühere Parts an, dann werdet ihr verstehen. Boah. Es ist eh mal sehr dämlich, wie erst in Part 24 oder so anzufangen. Vom wenn es vielleicht der letzte ist. Egal, das ist YouTube-Logik. Du steigst einfach mitten in einem Part ein. Das geht manchmal sogar. Geht einfach. Ja, aber bei einem Projekt, was 24 Parts hat, um 24 in Part einzusteigen. Das ist. Ah, natürlich habe ich ihn nicht mitgenommen. Okay, der Sprite Oh! sieht seltsam aus. Warte mal, ich muss näher ran. Ja, aber erster Einsatz von Rotkehlchen. As known as Chatrago. Es sieht aber nicht schlecht aus, finde ich, für ein fünfte Generations-Pokémon. Das gestehe ich noch. Ja. Na komm, man kann ja nicht nur gegen alles sein dergleichen. Also da gebe ich so Javits auch recht, weil der ist ja auch relativ offen in der Hinsicht. Und so Javits erwähne ich jetzt einfach nur, weil wir ihn im letzten Part auch mal angesprochen haben. Also, ja. Wen haben wir noch als letztes Part angesprochen? Paul Lagerfeld, den haben wir übrigens auch im Team. Moin, Paul. Ne, der ist nicht im Team, aber den haben wir gefangen. Ach so, ach, haben wir ihn doch nicht ins Team. Dann habe ich da nicht aufgepasst. Und die ganzen Richter. Oh Wie ja. Frau Scheidung. Frau Scheidung ist aber auch toll, ne? Das haben wir im letzten Part ja auch alles erklärt. Oh ja. Chinos, das ist wahrscheinlich die von Tyvern. Flug Ach Elektro. übrigens, hast du eigentlich schon die Taverne gesehen? Nee. Okay, doch nicht. Ah, nein, das ist die awesome Weiterentwicklung von Emperina auf Level 33. Ja, also das entwickelt sich sogar auch auf Level 33 zu diesem genialen Feeder. Das ist wirklich so. True Story. Ja, und jetzt muss ich wechseln. Und wenn es nicht wahr ist, dann lügen die Entwickler. So.
Der guckt ein wenig scheel. Oder sie, die Scheidung. Der schielt. Ja, nicht wirklich schielt, aber der Blick. Merkst du, dass dem sein Mund größer ist als das Gesicht, mit dem es zusammenhängt? Ja. Du musst nur einmal hier so mit dem Messer da so den kleinen Zentimeter rausschneiden und zack! Also schon Tyonos ist ein extrem starkes Pokémon. So wie Tyonos das gerade eben gemacht hat. Ja. Ich glaube, das hat gerade sich auch ein Messer rausgeholt und hier so einfach mit seinem Badass-Grinsen da. Also den Kopf abgesägt. Aber jetzt kommt das Chameleon aus der Froop-Werbung und setzt Psystrahl ein und bettelt um seinen Froop-Joghurt. Was der da gar nichts gebracht hat. Ja, in der Werbung hat das auch nichts gebracht, deswegen verwundert mich das nicht. Dann mach einfach Kreideschreie, sinken erstmal seine Verteidigung. Der Werbung hat es übrigens auch geschrien. Leute, die diese Werbung kennen, wissen, was ich meine. Oh, bitte. Leute, die diese Werbung kennen, wissen, wer der Babbo ist. Ja, genau, so ähnlich. Wissen, wer das Chameleon ist. Das Chameleon ist jetzt mal tot, oder? Nee, doch nicht. Greif jetzt mit Finte an. Eine Frage. Ja? Wollen wir dem Hacker der Map eigentlich auch unser Let's Play mal einschicken, damit er es bei sich erwähnen kann, in Medien? Denn tatsächlich werden hier auch Let's Plays verlinkt auf Echt? Der Seite. Ja. Ja, können wir machen. Und es sind nur 2 bisher aus der Beta 1.1 verlinkt. Also insofern. Ja, das ist, können wir machen. Kannst du schon Kontakt zu ihm aufnehmen? Während des Let's Plays hier, oha. Ja. Das ist voll professionell. Wir sprechen schon im Let's Play selber an hier, unsere Zukunftspläne hier. Ja, ne? Interception. Wir werden berühmt hier, ja. Okay, Rotkehlchen. Das ging nach hinten los. Na gut, aber uns geht's ja eigentlich nicht um die Views, sondern ich meine, ihr solltet ja durch das Let's Play unterhalten werden. Ich hoffe, trotz kleinerer Fehler, Bugs, Errors und... Wir reden aber mit jedem Typen hier. Stimmt. Genau. Also, wir bringen euch das Spiel schon zumindest so genau. Nah wie möglich. Und was noch am allerwichtigsten ist, ihr sollt Spaß bei der Sache haben. Ihr sollt darüber lachen, wenn wir mal Scheiße labern, wenn wir mal irgendeinen Blödsinn machen, wenn wir irgendwelche Events da aus dem Hack natürlich auch zeigen, natürlich. Darüber sollt ihr natürlich auch lachen, nicht nur über unsere eigene Blödheit. Darüber, ja. Wie wir verlieren und gewinnen und verlieren und verlieren. Und wie wir die Niederlagen immer wieder gekonnt rechtfertigen, auch wenn sie wahrscheinlich jeder von euch durchschaut hat. Also, was heißt hier was? Da gibt's ja nichts zu durchschauen hier. Also, ja. Bewundern wir einfach dieses Kerl hier beim Kampf gegen unser Rotkehlchen. Rotkehlchen ist Knirschein. Teewechsel. Teewechsel. Ja, genau, Teewechsel. Themenwechsel ist genauso wichtig wie Teewechsel. Dieses Super-LP, was übrigens auch keinerlei Fails hatte, wie mein Co-Kommentator, der immer gemacht hat, oder... oder ungefähr die Hälfte der Parts, die asynchron war. Ja. Ja, Alex ist immer schuld. Der Anfang war ja immer so asynchron, ne? Mm, oh ja. Das war... definitiv böse. Du musst dir einen besseren Rechner leisten. Oder besseres Internet hier. Ich sehe es bei mir gut. 32.000er Leitung. Das wäre bei mir bestimmt nicht passiert. Wobei, ich will gar nicht wissen, was bei mir für Fehler passiert wären, wenn wir es bei mir auf dem Kanal abgedreht hätten. Ich hätte meinen Urlaub übrigens nicht zu Hause verbringen sollen hier, ne? Nicht zu Hause. Nicht zu Hause, ja, habe ich gesagt. Wobei, wo ist überhaupt mein Zuhause? Im Hauptquartier? Ich bin ein Tim-Terra-Typ, fällt mir gerade auf. Ja, deswegen habe ich grüne Schrift hier. Und ich bin... Ach so, ich bin ja eigentlich das Tina, die weibliche Stimme und so. Du musst mir einen Gefallen tun. Nein. Ich bin enttäuscht. Das ist die männliche. Du musst mir einen Gefallen tun, ja. Du musst dem Ring ein Ende setzen. Am liebsten wäre es mit Zimmer, man könnte Groden ein neuntes Jahr im Schlaf wecken. Aber damit sind wir schon mit den Behörden. Aber das hier ist ein Anfang. Sonntag wahrscheinlich. Mhm. Du setzt es dann nicht selber ein. Was ist denn da?
Siehst du das da unten? Ja, ich sehe es. Dieses rote Pokéball-ähnliche Item, was garantiert ein Item ist. Ich meine eher das am Stein. Da ist ein Pokémon. Tatsache! Könnte das vielleicht... Das sieht aus wie ein Kleidrack. Ja, oder es sieht und aus wie Dialga. Wir kriegen Surfer. Ich musste an das schwarze Dialga denken. Dialga. Shagalaga, Dialga. Lecker, lecker. Lecker, lecker, Döner, Döner. Ja, ich spreche das jetzt einfach bewusst falsch aus. Dialga. Uah. Ich finde... Es war eine Statue. Du scheißt nicht, der Dach. Ah, es ist eine Statue. Aber es war ein Knackrack, wie ich es mir dachte. Mit Imperina müssen wir weiter trainieren, damit es genauso awesome wird wie das andere Pokémon. Fällt dir übrigens auf, dass es 1:1 derselbe Sprite, der auch im Kampf verwendet wird bei dieser Statue. Ich habe übrigens gehört, hier gäbe es eine Höhle, in der man nur Kamalot fangen kann. Aber warum alles in der Welt finde ich sie nicht? Scheinbar ist die Knackerstatue einfach zu offensichtlich. Fangen wir es mal an Kamalot, ne? Ja, gut, es ist ja kein Kaumalat, sondern ein Knackrack. Und das ist ein Unterschied. Finde ich auch. Ich bin hierher gekommen, um einen Kaumalat zu fangen. Aber ich kann keins finden. Deswegen kämpfe mit mir, damit ich ihnen meine Stärke beweisen kann. Ich würde sagen, es geht nach hinten los. Yes. Die war Magdalena. Sie sieht doch aus wie so eine Magdalena. Sie sehen eine Magdalenas aus, deiner Meinung nach. Lena, denke ich immer an diese biblische Gestalt. So, Jesus-Schwägerin, Tante, weiß ich gerade. Magdalena, Maria. Maria Magdalena. Ja, genau. Ja, die Nutte, Prostituierte, die er gerettet hat. Ja. Das war jetzt sehr makaber. Das stimmt wirklich. Jesus hat eine Prostituierte gerettet. Also, die war vorher Hure gewesen. Das ist damals auch nur ein Job gewesen. Es war aber sündig. Sündig im Sinne der katholischen Kirche und sie war beinahe gesteinigt geworden. Und dann sagte Jesus, wer ohne Schuld ist, der werft den ersten Stein. Und dann kam Jesus und hat den ersten Stein geworfen. Ich glaube, die Geschichte ging anders. Ja, irgendwie sowas der Art. Übrigens, sie beweist ihre Stärke und nimmt uns gerade auseinander. Wenn es auf diesen Part hier übrigens mehr Dislikes gibt als auf die anderen, dann war garantiert ein katholischer Priester hier im Werk und ist unter unseren Zuschauern. Ich bin katholischer Priester. Garantiert. Vielleicht willst du mir noch erzählen, du bist Zeuge Jehovas. Wie alle unsere Zuschauer. Das haben wir festgelegt. Nein, dann willst du aber noch die Zeuge Jehovas bei dir klingeln. Ja! Die haben immer noch nicht bei mir geklingelt. Bei mir klingeln nur irgendwelche komischen Ausländer, die angeblich aus... die angeblich Haus und Hof verloren haben und so und kein Geld mehr besitzen, mir das immer in Laminatfolie eingewickelte Ding da zeigen, was sehr glaubwürdig ist. Also die konnten nichts retten, außer das Laminatfolie eingeschweißte Ding, wo drauf steht, habe Heim und Haus verloren. Oder so ähnlich. Yeah. Das sind die einzigen Leute, die bei mir vorbeikommen. Und die Scheiße ist, die kann man nicht verarschen, weil die tun ja so, als verstehen die einen nicht. Dementsprechend, ist halt blöd. Guck mal hier, wir haben Pokémon Besieger 10 Level über uns zwar. Sind wir nicht ich super mega awesome stark? Ich will die vortäuschen, dass sie unsere Sprache nicht sprechen. Viel gemeiner als Zeugen Jehovas. Weil, ich meine, mit den Zeugen Jehovas kannst du immer noch argumentieren oder kannst denen sagen, ja komm, jetzt verschwinde endlich oder schau dir was auf die Fresse oder so. Auf viele unterschiedliche, niveauvolle Art und Weise. Bei den anderen Typen kannst du eigentlich nur das Wort Polizei sagen. Und nur dann hauen die ab. Polizei. Ist halt wirklich so. Ja, die haben halt Angst davor, dass die Polizisten sie zu Recht aufgreifen. Weil ich meine, ja. Wie gesagt, diese glaubwürdigen Storys, dass da... diese Leute können sich nichts leisten. Außer dieses Blatt Papier in Laminatfolie. Habe Hunger, habe Familie in Rumänien. Ja genau, solche Typen sind das. Verdammt, hier oben kann ich nicht lang. Weil der eine Typ ja wenigstens noch die Wolle Rose kaufen und so ganz gute Sätze sprechen kann. Ja, obwohl er wahrscheinlich auch rumänischer Teppichhändler ist. Rumänischer Teppichhändler. Der hat mich irgendwie so ein bisschen an Ranjit aus, was guckst du erinnert? Die Wolle Rose kaufen?
du mal rausgekauft? Ja, aber der ist in da. Übrigens, ja. Ich habe es geschafft, dass es hier drin jetzt auch noch regnet. Ja, okay. Ich kann mir wahrscheinlich vorstellen, dass neben den katholischen Priestern auch natürlich jetzt in das Sessel lang werden. Eigentlich tun wir jeden gegen uns aufhetzen, oder? Sogar die Schwester Joy da. Hallo, my name is Supergod Player 1995. Better than PewDiePie. Kennst du das nicht? Nee, kenn ich sogar wirklich nicht. Geh mal bei YouTube ein. Supergod Player, Super COD Player, Call of Duty Player 1995. Ah, na super, dann kann ich mich aber gar nicht aufs Let's Play konzentrieren. Musst du eh nicht, ich lauf gerade nur wie ein Deppel. Ich lieg hier einfach gemütlich. Oh, und jetzt muss ich mich zur Tastatur drüber strecken. Oh, schuss mein Dinger. Stirb nicht an. Bewegung. Ah. Die Gefahr ist mein ständiger Gefährte, daher kann ich hautnah nachempfinden, wie sich meine Pokémon im Kampf fühlen. Und das werde ich dir hautnah demonstrieren. Ein hauchdünnes Scheibchen. Bei mir kommt gerade Super Robotnik Land raus. Als Suchtag. Super. COD. Player 1995, also 1995. Bei mir kommt der Tag CD Player 1995 raus, aber ja. Achso, ja. Oder wirklich COD Player? Ja, COD. COD, okay. YouTube. Blaze Quibblenauts Episode 1? Nee. Ah, ich weiß aber, was du meinst. Der Inder. Gezeichnet ist das. Squabblenuts? Oder, hello, my name is Supergod Player 1995. Better than PewDiePie. Wie der da spricht. Ja. Hi. Volltreff. Alex, tu mir das nicht an, nein. Das kann ich jetzt nicht mehr das Let's Play Ding. Ich lache hier, während du gerade vom Steuerrack stehst hier und die Leute wundern sich doch warum. Nee. Der Steuerrack sieht lustig gezeigt mir aus. Ja, es war Steuerrack gewesen. Oh Mann, das kannst du nicht mehr in Let's Play bringen, Alex. Warum nicht? Keine Ahnung. Ach Mann, wie schon angesprochen, wir wollen ja nur, dass es euch gut geht. Na gut. Ich war überlegen, welches Pokémon bringst du am besten gegen Kecleon? Ich hoffe, die Idee ist Kecleon gegen Kecleon die beste Idee. Die tarnen sich beide gegenseitig als Joghurtbecher, ich würde aufpassen. Ja. Stehen sich da gegenüber. Starren dann einfach nur so. Oh Mann. Pokémon Terra. Herzlich willkommen zu Pokémon Terra. Mein Name ist Supergod Player 1995. Better than PewDiePie. Oh Gott. Oh, er konnte Schlitzer. Wir machen ihn nochmal zu einem normalen Pokémon. Nein, er macht sich schon selbst K.O. Okay, jetzt ist er vom Typen Unlicht. Hast du noch eine Kampfattacke? Vom Typen Unlaut. Hat er noch Doppelkick? Ja, yeah, Doppelkick. Oh yeah. Ich kann eigentlich ein Vieh, was auf vier Beinen steht, Doppelkick machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Denk nicht drüber nach. Dann platzt du deinen Kopf. Es gibt viele Art und Weisen, wie dein Kopf platzen kann. Eine davon ist Super Batman. Was? Zu Batman. Kennst du es nicht? Nein. Das musst du nachher mal eingeben. Das ist auch geil. Batman im Pokémon-Universum. Boah, 1 KP. So Mann. Close. Aber die Verarschen zu Batman, die sind auch genial. Mein Batman. Where's Rachel? Nein, schon wegen der Stimme. Es regnet weiter. Abwechsel. Kecklion, zweimal getroffen. Das ist sehr effektiv. Wo ist Rachel? Wer ist Rachel? Wo ist Rachel? Nein, wo? Nicht mehr.
Katrinas ist Flupschall rein. Sehr effektiv. Batman kommentiert. Ein Batman. Gewonnen. Imperina hat gewonnen. Reicht Level 7. 20. Fasselt sich weiter. Jetzt fühlt sie sich schlecht. Ein Batman. Jetzt werden sie wohl eine Zeit lang einen Groll gegen mich hegen. Ich wollte doch bloß mein Team... Ich rede jetzt jede Großstimme so. So. Gut, das ist im nächsten Part, das weitergeht, Leute. Bis dann und ciao. Ciao.